Hallo Leute und willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Wir haben immer noch mit der Oberin zu kämpfen, beziehungsweise mit dem bösen Harvey in ihr, der sie manipuliert hat. Und ich habe den Tipp bekommen, ich soll die Augen benutzen. Harveys alte Augen. Kann ich die da drinnen verwenden oder kann ich die mit Harvey verwenden? Oder? Nee. Du sollst keine. Warte mal. Das kann ich ja hier noch mal ändern. So. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Okay. Das ist... Ja, aber woher weiß ich... Warum sind das denn seine alten Augen? Nur weil die hier waren. Dass sie hier zufällig liegen? Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Also ich meine, steht zwar hier dran, Harveys alte Augen, aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Das unter all diesen vielen Harvey-Puppen sind hier seine alten Augen. Und ja, das ist ja schon ein Glückszufall. So, aber erstmal muss ich das vielleicht irgendwie... Lilly kam. Sie wusste, aber vielleicht reicht... Allerdings fehlte noch etwas, um die... Was fehlt denn? Das vielleicht... Ne? Lilly kam. Sie wusste, aber... Allerdings... Muss ich hier irgendwas kombinieren? Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. Okay. Na dann. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, aber vielleicht... Sie machte einen ersten Stich. Jawohl. Harveys Nähset. Lilly zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Das sieht bestimmt was voll schräg du? Aus. Lass das. Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ha! Hu. Yay! Ich bin wieder da! Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey! Harvey, bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los! Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Na los, Lilly, worauf wartest du? Nimm dir die Bude auseinander. Yippie! Wie geil, Harvey ist wieder da. Boah, wie wir ihn vermisst haben. Ja, wir nehmen die Bude auseinander. Wir gehen auf jeden Fall mit ihm jetzt hier in die Hypnose rein. Mal gucken, was jetzt passiert. Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Harvey, hilf uns! Der original gute Harvey. Woogie. Woogie. Hm? Hey Lilly, du auch hier. Cool. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen. Och, wie cool. Wir haben jetzt einen Schiedsrichter auf unserer Seite sozusagen. Naja, ja, kann man so sagen. Und jetzt können wir wirklich kämpfen wahrscheinlich. Vorher ging das gar nicht. Hätte ich ja lange rumprobieren können. Das war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tipp. Vielen Dank. Ja. Gut, dann das Ganze nochmal. Dann nehmen wir mal den Feuer-Harvey und der macht jetzt mal einen Feuerattacke auf und Angriff auf, welcher war das jetzt? Das spitze Gegenstände. Das war der hier, ne? Oder? Der. Die Spinne schützt ihren Verbündeten. Aha. So, und der ist jetzt aber irgendwie gerade inaktiv. Das ist schade. Nehmen wir jetzt den Scharfen und der macht eine Combo. Laserschwert. Achso, das geht nicht. Oder? Den sollst du aber nehmen. Scharf Harvey. Warum geht das nicht? Doch. Dann machst du Magie mit doppelten Schaden auf ihn hier. Schneemann schützt seinen Verbündeten. Ja, aber trotzdem hat er ja hier LP verloren. Alkohol Harvey. Mach mal Mega Brand Combo. Das geht nicht, weil er hier... Ah, alles klar. Mach mal hier... Weiß ich nicht. Kannst du oder kannst du nicht? Mach mal nochmal... Ja, mach mal Combo. Warum nicht? Wähle einen Verbündeten. Orte, Harvey.
Okay, Orte-HW. Der macht auch eine Kombo mit Lügen-HW. Kombo. Wähle das Opfer. Und wen habe ich jetzt genommen? Lügen. Welcher war denn das? Der hier? Boah, bin hier gleich platt. Ich glaube, das wird nix. Kann ich gar nichts mehr machen. Doch, ihn hier noch. Okay, dann mach Combo. Grenzpostenschuss bis zu 3 HWs. Mhm. Den Drachen schlagen. Welchen habe ich jetzt? Orte-HW. Okay, ich bin irgendwie tot, ne? Nee. Er lebt immer noch. Hören-HW. Dann mach mal Combo mit ihm. Es geht immer nicht. Dann nimmst du den. Magie. Attacke wurde von der Spinne abgewehrt. Hm. Oh Mann, oh. Das ist voll mies alles hier irgendwie. Angriff. Sehr gut. Oh, jetzt sind alle wieder da. Warum sind jetzt alle wieder da? Keine Ahnung. Nehme ich den Berserker-HW und der macht jetzt mal eine Combo mit einem mit dem Feuer. Spinneschild. Okay. Sehr gut. Und der macht jetzt mal Feuer auf ihn hier. Hey, ich weiß gar nicht, weiß ich nicht. Sind die jetzt irgendwie alle wieder genauso stark wie vorher? Irgendwie ja, ne? Ich habe zwar überlebt, aber so richtig checken tue ich es nicht. Hören auf Feuer hätte bei ihm auch gut eigentlich besser gepasst. Hier auf den Schneemann. Mach mal hier auf ihn. Weiß nicht. Aber immerhin hat er was verloren. Aber ich verliere auch ordentlich immer. Hä? Orte-HW? Magie. Orte-HW. Wendigo. Wurde von der Spinne. Wer ist denn die da hinter ihm, ne? Also wäre es gut, du bist am Zug. Es ist irgendwie alles wieder wie vorher oder so. Wäre gut, wenn wir vielleicht die hinteren erstmal fertig machen, weil die schützen die immer. Steht das hier auch? Die Spinne schützt vor Schussattacken. Ach so. Ja gut, dann müssen wir die Spinne mal ausschalten. Mit dem Lügen-HW. Für mich. So. Hat das irgendwas gebracht? 12 LP. Hm. Jetzt habe ich den Feuerdingens. Das ist gut. Heizt bis zu 5 Gegnern ein. Das geht aber nicht. Also mache ich Feuerattacke auf Spinne. Und das zweite Opfer bitte ja, ihn. Schneemann. Aber hat das was gebracht? Weil er kam jetzt irgendwie dann. Mach ich den nochmal. Zwei Gegner. Einmal bitte den Schneemann. Und ihn hier. Und dann kommt er. Aha. Spinne schützt vor Schussattacken. Orte-HW. Angriff. Auf den Wendigo. Aber die Spinne schützt ihren Verbündeten. Ja, weil er geschossen hat. Okay. Dann Lügen. Angriff. Wendigo. Dann kommt der Schneemann. Aha. Und wenn... Also das... Er ist ja hier tot, ne? Gerade anscheinend. Muss ich das Richtige zum Richtigen nehmen? Also soll ich mich wirklich dran erinnern? Weil dann würde Feuer... Versuch das mal ganz stumm. Feuer auf Schneemann.
Dann kommt wieder was anderes. Der Schneemann schützt vor allen Feuer- und Hitzeattacken. Der schützt davor. Die Spinne schützt vor Schussattacken. Der Schneemann schützt... Also die schützen alle genau vor dem, womit ich sie ja eigentlich angreifen müsste. Das ist ja kompliziert. Was heißt denn das für mich? Ich nehme mal den Berserker. Der lässt ihn jetzt dreimal handeln. Wähle einen Verbündeten. Nehme ich mal den Alkohol-Harvey. Marie. Ich muss die hinteren, muss ich hinkriegen. Ich muss die hinteren echt mal hinkriegen. Orte, Harvey. Angriff. Auf ihn hier. Oh, der hat 11 LP, der hat was verloren. Das war ja schon mal gut. Feuer. Angriff. Justitia. Die hat auch was verloren. Also Justitia. So, ein Berserker, Angriff. Auf den Schneemann. Ja, der ist auch weg. Ja, irgendwie, ich glaube, ich muss die hinteren einfach mal mehr hinkriegen. Jawohl. Die verlieren. Aber meine auch. Alkohol. Heilt ein HW. Nehmen wir mal den Feuer-HW. Den heil den mal. Kannst du den heilen? Ja! Okay. Okay, jetzt ist er wieder tot, oder was? Toll. Lügen, HW. Angriff. Ist er tot? Oh Gott, jetzt killt er mich hier total. Aber meine leben irgendwie wieder. Nimm den Berserker. Angriff. 5 LP. Schneemann schützt seinen Verbündeten. Okay. Ja. Der doofe Schneemann, den machen wir auch nochmal platt. Der heilt hier irgendwie schon wieder. Das finde ich nicht toll. Schussattacke. Jawohl. Ja, ich lebe aber noch. Kriegen wir hin. Ich weiß zwar noch nicht richtig, was ich eigentlich mache, aber solange ich lebe. 3 LP. Justitia haben wir bald. Ja. Dreht mal nicht so durch. Na toll. Irgendjemand hat jemanden geheilt. Kann ich das auch machen? Schussattacke, Doppelschirm. Jawohl, der ist tot. Ich habe einen gekillt. Sehen wir mal den Berserker. Mega Dauerfeuer. Motiviert einen HW nochmal. Nehmen wir mal. Eigentlich geht ja fast alles gegen alles, aber ich glaube, da steckt schon bestimmt was hinter. Ich bin nur zu doof. Mach einfach mal. Wähle einen Verbündeten. Kommt die doofe Spinne. Aber mein Berserker Harvey lebt noch. Der kann noch. Mach den mal fertig. Jawohl, tot. Tot. Irgendwie sind alle gleich. Nee, ich lebe wieder. Orte HW lebt noch. Orte HW macht den Schneemann mal fertig. Ja. Es lebt nur noch einer. War es das jetzt mit mir? Die greifen gerade alle wie die Irren an. Habe ich vergeigt? Oh nein, ja.
Lily, du hast verloren. Ah, das mache ich nochmal. Du kannst mich in meiner eigenen Trance nicht besiegen. Du kannst mich in meiner eigenen Trance nicht besiegen. Doch, ich muss es nur kapieren. Ich bin ja schon vorangekommen. Aber ich schaue mir das jetzt gleich nochmal in Ruhe kurz an. So, da bin ich wieder und ja, ich habe mir jetzt so ein paar Tipps aufgeschrieben. Oh Gott, jetzt fällt hier mein Timer schon um. Hey, Timer. Warte. Nein. Oh nein, die Klammer ist abgegangen. Jetzt muss ich das so ranlehnen, mich die Zeit sehe. So, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir gehen auf jeden Fall nochmal wieder rein in die Hypnose. Komm, du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Wir sind brave Kinder. So brav. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lily ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. So, komm. Wir wollen rein. Rein in die Hypnose. Was ist denn los hier? Hallo? Werden wir jetzt hypnotisiert, je länger ich da hingucke? Ich glaube, dass hier irgendwas gerade nicht gut funktioniert. Das ist irgendwie scheiße. Toll. So, jetzt nochmal. Das ganze Spiel ist irgendwie abgestürzt. Ich will jetzt die nochmal hypnotisieren. Komm, du kannst... Mach. Oder sollen wir hier irgendwas anderes machen? Hier kann man doch nichts machen. Ich verstehe nicht, was wir tun sollen. Es gibt kein Inventar, es gibt nichts zu tun. Können wir hier mit seinen Augen was machen, mit seinen Zähnen? Können wir ihn erwürgen, mit seinen Haaren? Mit der Hypnose können wir im Inventar was machen. Ich check's nicht. Komm. Ja. Bin gerade irgendwie überfragt mit dem Spiel. Gehört das zum Spiel oder ist hier irgendwas kaputt gegangen? Irgendwie, ja. Soll ich hier mitkreiseln? Wir kreiseln mit. Ich habe keine Ahnung. So, da bin ich wieder. Das Ganze hat nochmal irgendwie beim alten Speicherstand geladen und einfach nochmal den HW neu zusammengenäht. Ich weiß nicht, ob man da jetzt was machen konnte oder nicht, aber ist mir gerade so lieber. Es ist jetzt so, als hätten wir den Kampf noch gar nicht gehabt. So, meine Notizen sagen, aus den Lösungen wurde immer wieder gesagt, konzentriert man sich am besten nur auf einen Feind. Also das erstmal zum einen. Nicht auf alle. Und da war das schon richtig von mir, auf die hinteren am besten. Also Schnee, Justitia und die Spinne, die soll man am besten als erstes wegbekommen. Ja, und dann habe ich hier halt so diverse Tipps, so von wegen wer mit wem und auf welche Art. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal als erstes, können wir ja mal die Spinne und Justitia oder so vornehmen, ist ja eigentlich egal. Nehmen wir mal Justitia zuerst. Und dafür nehme ich jetzt mal erstmal den Feuer-HW. Und dann soll man die Magie nehmen. So, und dann nehmen wir mal den. Und das zweite Opfer nehmen wir den Schneemann. So. Das war schon mal gut. Feuer-HW ist jetzt aber weg. So, jetzt sollen wir auch noch den Orte-HW nehmen. Wo ist er denn? Das sind irgendwie die, die man nehmen soll. Und dann möglichst mit Magie. Nehmen wir wieder Justitia. Sehr gut. Die blöde Spinne müsste auch mal weg. Und dann hatten wir noch den Scharf-HW. Wo ist er? Scharf-HW, der. So, wieder Magie. Mit doppeltem Schaden. Bitte schön drauf. 4 LP haben wir bald geschafft. So, jetzt wurden die wieder geheilt. Das ist natürlich schlecht. Ich konnte meine auch gar nicht jetzt irgendwie schützen. Man kann am Schluss Berserker Magie auf Alkohol HW und damit dann irgendwie, glaube ich, heilen.
um die irgendwie zu schützen. Aber die sind bei mir ja schon weg gerade. Aber nicht tot, wenn ich das richtig sehe, ne? Die sind nur irgendwie inaktiv, weil man sie schon benutzt hat oder so. Okay. Dann Lügen und Hören, HW. Lügen. Hören, HW. Ach so. Ist ein ganz normaler Mitstreiter-Kombo. Kann der... Lässt einen HW zuschlagen. Bringt einen Gegner zu. Ich mach mal Combo mit ihm hier. Geht das? Achso. Nee, der macht nur automatisch mit dem Combo. Wähle das Opfer. Okay, noch, mach jetzt mal einfach den. Okay, 3 LP. Das ist egal. Ich hab's jetzt auch mal so gemacht. Der ist geschwächt. Okay. Dann Berserk. Ne, ich will jetzt nicht heilen. Ich will irgendwie noch angreifen. Dann haben wir wenigstens einmal geschafft. Das mache ich jetzt mal. Heilt ein HW. Okay. Dreimal handeln. Nee. Nee, das mache ich nicht. Kannst du das mal... Nein! Ja gut. Egal. Angriff. Ein LP, shit. Sonst wäre Justitia jetzt tot. Das hat nicht so viel gebracht. Nochmal bitte. Dann ist sie weg. Tot. Alles klar. Sehr gut. Okay, die sind alle noch da, aber jetzt will ich gerne mal heilen. Und zwar Berserker. Marie. Wähle einen Verbündeten? Nee. Berserker mag ich auf Alkohol haben. Nee, dann muss ich den Alkohol HW nehmen. Warte, warte, warte. Kann ich nochmal einen anderen? Feuer, Lüge, Hören, Schaf. Der ist es doch. Genau. Heilt. Und zwar den Schwächsten. Das bin ja ich selber. Dann mach mal. Sehr gut. Okay, der ist jetzt wieder so ein bisschen mehr geheilt. Dann nehme ich jetzt wieder die vom am Anfang. Und zwar nehme ich jetzt mal den Orte-HW. Den Orte-HW bitte mit Magie. Der ist tot und da nehmen wir jetzt mal die olle Spinne. Hat das geklappt? Nein. Irgendwie nicht, ne? Scheiße. Feuer-HW. Auf zwei Gegner. Zweite Opfer dann bitte Schneemann. Jawohl. Sehr gut. Ja, das war okay. Und jetzt nochmal den Schaf-HW. Auch nochmal Magie. Ja, die Spinne, die kriegen wir noch. Kriegen wir noch. Komm, die Lügen hören. Okay. Sehr gut. So, und jetzt haben wir den Berserker-HW. Berserker-Magie. Aber der Alkohol hin und da, das ist blöd. Lässt ein H zuschlagen. Motiviert ein HW nochmal zu handeln. Dauer bis zu 5 Gegner. Rauschzustand. Geht das? Nein. Combo? Oh, geht Combo? Nee. Magie? Wähle einen Verbündeten. Ich habe keinen. Ja, dann mache ich normalen Angriff oder was mache ich? Ich habe keinen Verbündeten mehr. Mal ehrlich, das wäre bescheuert. Ja gut, dann mach. Ich will ja nicht die Gegner nehmen. Ja, dann... Ach, das geht nicht. Doch, das geht. Orte HW. Magie. Kann der Orte-HW... Nee, das war der Alkohol-HW, der heilen kann, ne? Okay. Dann machen wir Magie und schön drauf. Warum geht das nicht? Wurde von der... Wieso? Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Keine Ahnung. Egal. Die Spinne schützt, aber die hat nur noch 4 LP. Die haben wir bald. Orte-HW, Magie... Die Spinne, wieso kann die Spinne das abwehren? Das ist doch
blöde und ich mach das nicht gut so. Ist nicht gut. Scharf-HW. Scharf-HW, Magie, drauf. Ja, die ist tot, sehr gut. Ja, es ist spannend, Leute. Ich werde aber an der Stelle trotzdem einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann wuppen wir das Ganze hier. Dann bin ich warm gekämpft, sozusagen. Leute, bis dann!